Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen heute mal zu neuen Masters of the Universe Figuren von Mattel. Ich habe die gesehen im Internet. Ich habe den Link reingepackt in der Beschreibung unten. Und zwar sind da 4 Figuren aufgetaucht. Die sind 20 cm groß. Steht Mattel drauf. Und das sind He-Man, Skeletor, Merman und Man-at-Arms. Also der Preis in Brasilien sind 70 brasilianische Pesos oder sowas. Keine Ahnung, wie viel Währung die haben. Aber umgerechnet ungefähr 13 Euro. Also wenn die jetzt rauskommen sollten von Mattel, das wäre also jetzt, wie gesagt, in Deutschland bei Smith Toys irgendwie, Pi mal Daumen, würde ich sagen, so 20 Euro würden die dann kosten, jetzt die ganzen Versandkosten etc., also die ganzen Importkosten und so. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Figuren bei uns eventuell auftauchen könnten. Es gibt ja wie aktuell auch jetzt bei Smith Toys die ganzen großen Figuren von Batman, von Marvel, wisst ihr selber, was ich meine, irgendwie, die ein bisschen einfach gestaltet worden sind. Also die Macher ja erinnern ein bisschen daran von DC und Marvel Figuren. Aber für den Preis von 20 Euro, für die Größe 20 cm, würde ich sagen, ist es ganz okay, die Figuren. Also die Figuren sehen ganz gut aus, würde ich sagen. He-Man gefällt mir vom Gesicht her. Und die Idee finde ich ganz gut, mal so Figuren rauszubringen, vor allem den Preis her irgendwie. Vielleicht noch billiger, vielleicht auch 15 Euro, 16 Euro. Im Vergleich mit den Origins-Preisen und Filmationspreisen von 22 Euro ist der Preis ganz gut, würde ich sagen, falls sie rauskommen sollten bei uns. Im Sinne gibt es diese Zeit schon. Wie gesagt, habe ich Bilder von gesehen. 70 Dollar kosten, 70 Pesos oder so kosten die da. 13 Euro, der Preis ist dafür gerechtfertigt. Es sind einfach gestaltete Figuren, aber nicht schlecht, finde ich. Also wie gesagt, wenn die rauskommen würden, würde ich vielleicht kaufen für 15 Euro eine Figur. He-Man vor allem. Wie ist denn eure Meinung dazu? Die Figuren gut, nicht gut? Kauft ihr die nicht? Oder eher, ich sammle nur Origins, Filmation und Masterverse. Okay, sagen wir bis bald und ciao.